Man sieht Drell, die Wochen gehen und gehen im Bauprojekt, aber man sieht auch hier, es wächst und wächst alles. Wenn man jetzt hernimmt, wir sind in der zweiten Septemberwoche, wie ist der Stand des Bauprojektes, wie ist man im Plan mit dem gesamten Bau, der ja unglaublich umfangreicher ist? Wenn man so ein großer Bauprojekt ist, ist es schwierig zum sagen, wir sind genau im Plan. Meinem Teil sind wir im Plan, beim anderen voraus, beim nächsten ist man ein bisschen zu spät. Aber grundsätzlich sind wir ganz gut unterwegs. Talstation, Grasjochbahn im vollen Gange. Hier oben die Bergstation und auch Ausgangspunkt für die Alpilerbahn ebenfalls voll im Gange. Es folgt jetzt in den nächsten Wochen ein sehr wichtiger Abschnitt. Es werden die Stützen heraufgeflogen. Ja, mit dem einen Teil, was wir im Hintergrund sehen, hat die Firma Doppelmeier mit der Seilbahnmontage begonnen. Und Mitte September werden wir die ganzen Stützen, 23 Stützen, für die Grasjochbahn fliegen und montieren. Und das ist nachher einer der wichtigsten Abschnitte im ganzen Baubereich. Dazwischen hat man gesehen, 23 Stützen, die stehen bereits, also vom Fundament her, das wurde alles bereits vorbereitet. Sämtliche Stützen für die Hochalpilerbahn und für die Grasjochbahn sind bereits betoniert. Die Fundamente sind betoniert und sind montagebereit, so dass wir die Seilbahntechnik montieren können. Die Vormontage sämtlicher Stützen ist abgeschlossen, sprich wir warten nur noch auf Flugwetter und den Hubschrauber, um das Ganze montieren. Auf der Strecke parallel dazu müssen ja auch Elektrokabel gelegt werden und so weiter, auch das perfekt im Plan? Das ist perfekt im Plan, sämtliche Leitungen sind gegraben, Strecke ist somit fertig, Leerverrohrung ist eingelegt und die ersten Kabelzugarbeiten haben letzte Woche begonnen und werden auch termingerecht abgeschlossen. Viele Mitarbeiter, auch der Sylretta Montafon, sind momentan hier im Einsatz? Momentan haben wir ca. 20 Mitarbeiter von uns selber im Einsatz. Die sind speziell bei der Seilbahnmontage mit beschäftigt und es wird in den nächsten zwei Wochen aufgestockt bis ca. 50, 60 Personen von der Sylretta Montafon.